Du möchtest deine Fotos von Google Drive auf dein iPhone herunterladen? In diesem Video zeige ich dir zwei Möglichkeiten, wie du deine Fotos von Google Drive auf dein iPhone bekommst. Die erste Methode: Fotos mit der Google Drive App herunterladen. Starte die App und tippe auf das Foto, welches heruntergeladen werden soll. Tippe jetzt auf Send a Copy und dann auf Save Image. Anschließend ist das Foto in deiner Fotosammlung vorhanden. Möchtest du mehrere Fotos gleichzeitig herunterladen? Dann ist das mit dieser App leider nicht möglich. Die Fotos lassen sich zwar, wie hier zu sehen ist, alle markieren, aber es fehlt leider die Option, eine Kopie zu senden. Mit der zweiten Methode werden die Fotos auf den Computer heruntergeladen. Gehe dazu mit deinem Internetbrowser in deinen Google Drive Account. Wähle einzelne Fotos mit gedrückter Steuerungstaste und der Maus aus. Oder markiere gleich alle Fotos mit der Steuerungstaste plus A-Taste. Gehe anschließend mit der rechten Maustaste auf ein markiertes Foto und wähle in dem Kontextmenü den Download aus. Nachdem alle Fotos heruntergeladen wurden, benötigst du für die weiteren Schritte jetzt das Programm iCareFone von TenoShare. Den Programmnamen haben wir hier aufgeführt. Du kannst dir das Programm kostenlos herunterladen, installieren und starten. Ich habe das Programm jetzt installiert und gestartet. Weiterhin habe ich das iPhone an den Computer angeschlossen. Als nächstes tippe ich auf Manage und dann auf Import. Danach wähle ich den Ordner aus, wo die heruntergeladenen Fotos jetzt auf meinem Computer liegen und klicke auf Select Folder. Anschließend erfolgt das Importieren und im Anschluss gibt es noch eine Erfolgsmeldung dazu. Du kannst jetzt deine Fotos auf dem iPhone unter dem Album iCareFone 1 wiederfinden und benutzen. Und wenn du von TenoShare keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Bei uns gibt es die besten Informationen zu den verschiedensten Smartphone-Lösungen. Abschließend wird hier noch ein Link eingeblendet, über den du mehr Informationen zum Programm und auch den Download findest. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.